Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir sind hier jetzt in diesem Haus vom Dr. Deva. Das ist so eine Art Frankenstein-Typ. Scheint sich Ja. sein Personal und wer auch immer hier arbeitet, also hier, sich hier aufhält, scheint er sich zu basteln. Sieht so aus jedenfalls, aus irgendwelchen Leichen. Ja, da hinten, da liegt schon mal ein kaputter Ja. Torso und überall mehr oder weniger Also sag mal so, es sieht Leichenteile. hier nicht gemütlich aus. Ich würde mich hier nicht gerne lange aufhalten. Und ich glaube auch nicht, dass es so angenehm riecht. The nurse spots you, then abruptly averts his gaze with a scowl. Don't tempt me. The doctor will be displeased if I have my fun without asking. Go! Ach. Das ist ein bisschen aggressiv, hä? Na, das erinnert uns doch an die Insel. An welche Insel? An die Dämoneninsel, wo wir den Advokaten umgehauen haben. Ach so, an die Insel, Kannst hier dich an dem nicht Spiel. erinnern? Die mussten sich auch alle beherrschen, damit der Ja. Advokat nicht böse wird. Ja. In anderen Worten, die, wenn wir hier alle am Halse haben, wenn wir uns mit dem Doktor streiten oder so. Ne? Aha. Ja, davon können wir wohl ausgehen, ja? Ja. So, also da kommen wir nicht Gefällt mir rein. irgendwie gar nicht. Hä? Die Geheimnisse der Blutmondinsel. Da ist es, Blutmondinsel. Die Geheimnisse der Blut. Anweisung, dass darunter Da. ist es. Ja. Töte den Dämon Atramalik. Ach, guck mal. Er ist der Alias Dr. Atramali. Deva, Aha. ja. Wir sollten ihn töten. Ja, Ja. der war auf der namenlosen Insel. Was steht denn eigentlich unter Anweisungen des Doktors? Wo? Darüber. Geh hinein. Ja, danke. Ja, wir haben doch die Da drin Einladung sind wir ja gekriegt, schon. sonst wären wir hier Ja. wahrscheinlich gar nicht rangekommen. Gut. Welcome, my prince. I'm glad you could come. Tell me, what ails you? So siehst du also You should aus. know that I Jetzt. have forgiven you your little indiscretion with the irritating Jehan. But you owe me. At least, hear me out. We should work together. We share a common cause. Der spinnt wohl, ja? Wir wollen nicht zusammenarbeiten, aber wir wollen natürlich noch einiges vielleicht wissen von ihm. Ja? Wir Ja. kennen ja einen Namen, könnten wir sagen. Aber wir könnten ja auch mal hier fragen erstmal. Jo. Oder so. I am the doctor. I treat diseases of the body, mind and soul. As well as the diseases that befall this plane and others. Linda Kem is a symptom of a sickness needing a cure. So. Now, you don't know yet what I'm about to propose. Take a moment, at least hear me out. And if you're inclined to respond with violence, well, just know, you cannot hurt me in my own home. Oh, tatsächlich. Das ist vielleicht Zuhören gar nicht so oder? gut. Wir wollen erst mal zuhören, natürlich. Ich will schon wissen, was er will. Simple, Godwoken. Find your way into the crypt. Find Lucian's tomb. Ah, Find me. so Together meinte we das. shall kill the divine. Und dann killst du um uns, stimmst Ja, du, kleiner really? Killer? Will be ours. Tschüss. Darauf sind wir gar nicht erpicht. Tja. Aber natürlich müssen wir das sagen. Ich glaube nicht, dass wir da gut weiterkommen, wenn wir Nö, das hier nö, nö, nö. sagen. Then you may see yourself out. And keep your hands off the valuables. Na gut. Draußen sind wir. So. Ja, wir sind jetzt draußen. Bist du wieder The doctor is not taking visitors. Ist he not? Na gut. Mist.
Und ich habe nicht gespeichert, bevor ich mit ihm geredet habe. Also das war keine gute Antwort. Antwort? Oh, jetzt ist doch auf. Jetzt kannst du ja noch speichern. Jetzt? Nein, jetzt werde ich richtig. Und am anderen Stand, um irgendeinen Stand, den man wiederholen kann. Jetzt geht das Tänzchen gleich los. Da werden wir doch besser einen dauerhaften machen, ne? Also wenn man so sieht, was da sich da so rumtreibt in dem Haus. Ja. Ist einem ja richtig übel. Da könnte ich gar nicht schießen, müsste ich mich ständig übergeben. Pflegerfahr. Ist eigentlich... Aha. War ja eigentlich nicht nett. Jetzt ist er noch böse. War er ja eigentlich friedlich. Warum ist denn die Tür jetzt wieder zu verflixt? Keine Ahnung. Ist ja nicht zu fassen. Warum ist denn die jetzt wieder zu? Wenn du, ja, ich weiß nicht, wen du fragst. Meinst du, das Spiel gibt dir eine Antwort? Ja, ich will sofort eine Antwort haben. Das kostet 3 Punkte, die blöde Tür jetzt wieder aufzumachen. Mensch. Das ist wahrscheinlich Absicht. Ja, mach auf. Geht nicht. Nö. Geht nicht. Tja, okay, im Haus können wir ihn nicht, hat er ja gesagt. Vielleicht kommt da irgendjemand raus. Die sammeln sich da jetzt alle. Ich hätte sie eigentlich lieber alle einzeln gehabt. Ja, ich auch. Ach, du auch? Sie ja. Guck. Na, er bringt ja nichts, wenn da niemand ist, oder? Helferlein vor die Tür stellen. Einer steht genau vor der Tür. Doch nicht verkehrt. Ach, da kommt er gar nicht rein. Der ist viel zu groß. Ja. Ich meine, der ist nicht übel, aber er ist so riesig. Ja. Ja, und die machen die Tür bestimmt nicht auf. Einer steht genau dahinter. Ne? Jetzt macht mal die Tür auf, Mensch. Wenn sie die Tür aufmachen, dann kommen sie alle raus. Jetzt kann sie bestimmt auch nicht aufmachen. Nö. 1 AP. Das ist ja blöd. Sehr interessant. Es kann sein, dass wir da nochmal anfangen müssen. Das ist bescheuert. Okay. Wir dürfen da sowieso nicht ins Haus rein, weil da können wir ihn ja nicht besiegen, hat er gesagt. Man muss nicht alles klappen. Hä? Das, oh, Lora ist ja hier. Wer ist da? Lora. Jo. Lora, pass schön auf dich auf. Da kommt einer raus. Guck mal, da ist einer. Und das wo ist uns ja eigentlich. Der ist ja rausgekommen. Der hat die Tür aufgemacht. Ja, den müssen wir abmopfen. Ja. Wir sollten sowieso nicht ins Haus. Wäre besser, wenn die rauskommen. Wenn die rauskämen. Ey. Ja, jetzt langsam. Links ganz ist einer. Langsam. Mach den alle. Erstmal hier drin schön nass machen. So. Dann. Friert alle empfindlich selten ein. Jawohl. Oh, der eine ist gestorben. So. Der ist raus, der draußen war. Besser, ja. Wenn sie rauskommen. Ja, den hat schon gefetzt. So, dann mach uns mal ein bisschen Dings. Und ein bisschen Dongs ist auch nicht schlecht. Jawohl. Gut. Fällt uns sonst noch was ein? Der steht hier ein bisschen dumm.
Naja. Aber vielleicht. Der Weg ist unterbrochen. Ja, ja, ich guck mal nach. So nicht. So nicht, noch. Also dann. Ja, das war nicht schlecht. Was? Immun gegen schockiert? Naja, nee, die ist ja jetzt doch wieder dieses Eingriffdings und sonst was alles. Sie hat, sieht nicht so richtig gut aus. Aber das könnte auch uns. Mimi. Ja, die kriegt was hoch vermutlich. Petrella. Petrella müsste die eine eigentlich kriegen können, wenn sie ein bisschen nach vorne geht. Die, die ja gerade nur noch einen Punkt hat oder so, oder? Da müsste sie aber schwer hier rüber gehen. Na, das muss sie auf jeden Fall. Sie muss die irgendwie treffen. Ja. Da hinten trifft sie ja niemanden. So wie sie jetzt da steht. Ja, hallo Lora, geh mal einen Schritt zur Seite. Mensch. Und pass schön auf dich auf. Kannst du die treffen? Ist außer Sicht. Warum ist die außer Sicht? Na, weil sie die ist so weit entfernt. Ja, wie viel hat die noch? Wie viel? 260. Dann musst du noch einen Schritt zur Seite gehen und dann kann sie vielleicht nichts mehr tun. Schritt. Und jetzt guck mal, ob sie das machen. Das machst du mal so, wie er es gemacht hat, unser. Jetzt genau. Kann sie. Jetzt kriegst du. Na ja, immerhin. So. Die ist auch weg. Was? Nee. Gut, kannst du hier rein? Ja, er kann. Klar. Kann sich ja auch mal ein bisschen bücken oder ducken oder so. Na, dann hau mal ein bisschen. Nochmal, weil es so schön war. Geht nicht? Nee. Na gut, nee, er musste ja relativ weit. Er musste ziemlich auf. Lange, ja, hat einen so, großen, breiten Weg. Also wir stehen hier auf einer ziemlich ungünstigen Fläche. Mann, ich kann den Kreis kaum sehen. Stehen wir? Warum? Oh. So, weg mit dem Zeug. Können wir gar nicht brauchen. So, ansonsten sehen wir noch ganz gut aus soweit. Ja. Hol mal dein Tackling. So, was hast du noch? Wer hat noch ganz gut Punkte? Dann. Die Schreine nutzen nicht so schrecklich. Nicht genügend AP. Nee, zum Hinlaufen hat er nicht. Das ist Schwester Mi. Schwester Mi hat ein bisschen Wasser, ein bisschen Luftresistenz, keine Talente. Man, die sind nicht so schwierig zu bekämpfen. Aber ganz gut Lebenskraft. Also, nein, oh nee, 1119. Ist nicht so übermäßig. Aber da kommt bestimmt noch eine ganze Menge. Ja, aber die Knochenwitwe würde ich nicht ins Feuer packen. Ja. Nö. So. So, der Drache ist wieder weg. Warum ist der wieder weg? Der hat keine Böcke, ja? Man hatte nichts zu tun. Der war doch nur gerade mal reingesetzt, also. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwie, meine ich, ist für uns ja noch eine relativ neue Figur. Ja. Ach so, Feen ist dran. Ich habe mich gerade gewundert. Ja. Ah, Feen, was machst du? Auf jeden Fall kann er uns erst mal wieder befeuern. Hat ja nix. Oh ja, ist ein Eistotem, ist auch nicht verkehrt. So, er hat noch drei. Oh ja,
er kann sich ja auch den Papier machen. Fee, wo bist du? Das Bestie, das ist das Bestreller. Da ist Fee. Der Vampir ist hungrig. So, und dann würde er mal hier hingehen müssen, sonst trifft er nämlich gar keinen. Peitsche geht nicht. Das sind aber unsere mehr. Leute, voll, das ist nicht ja, gut. Nee. Das würde ich nicht machen. Nee. Friendly Fire, das ist irgendwie. Er kann sich noch ein bisschen. Auch nicht sehr nett eigentlich. Glory is mine. Na gut. Ja, nicht nur dein, mein Freund. Soll uns recht sein. Oh, das haben die jetzt schon alleine geschafft, unsere Freunde. Ja. Und haut ab. Das war's, die sind ab. So war das eigentlich nicht unbedingt vorgesehen. Ach, da kommt da. Ja, klar, die sind da. Die sind nur. Ach so, nee, das ist unser Champion. Das sind unsere Leute. Nee. Ach, das ist gar nicht so schlecht. Aber hast du gespeichert? Speicher mal. Nein, immerhin, weil die erste jetzt Runde natürlich. Jetzt schon mal war immerhin erfolgreich. Das ist natürlich besser, wie ich dachte. Ich dachte, die kommen jetzt alle. Aber die kamen gar nicht. Ja. Die das kommen schon noch die alle. Zwei. So manche Sachen, die wir da gefunden okay. haben. Okay, nehmen wir erstmal mit. Also die. Wer hat Punkte verprasst? So sind die. Petrella hat einen Punkt verprasst. Eigentlich könntest du dich jetzt glatt ausruhen. Oder? Nö, ja. Das würde ich machen. Ja, jetzt muss sie erstmal ihren Punkt wiederholen. Ja, natürlich. Wer sie? Achso, sie hat einen noch so ein Amulett, ja? Ja. Das kann man dummerweise nicht sehen. So, dann gucken wir mal, ob hier einer kommt. Ist hier auch nie ausgeschlossen, aber hier kommt keiner, nein. Ja, jetzt ist diese Tür schon wieder zu. The doctor is not taking visitors. Mann. He's not taking visitors. Habt ihr schon geruht? Wieso, fehlt uns was? Das sind doch frisch. Sprüche fehlen euch vielleicht. Wir waren doch sowieso alle frisch. Gut. Aber der Doktor empfängt uns nicht, hat er ja schon gesagt. In seinem Haus können wir ihm nichts tun. Ich kann nichts untersuchen. Nee. Gibt es einen anderen Weg, da reinzukommen? Komm, klopf doch mal an. Naja. Das scheint keine Wirkung zu haben, ha? Sieht nicht so aus. Du kannst ja probieren, die Tür aufzumachen. Weil der Bogen nutzt sich ja nicht ab. Meinst du? Aber alle anderen Waffen gehen mehr oder weniger kaputt. Nö. So kommst du da nicht rein. Ja, dann kommen wir hier gar nicht mehr rein. So ein Mist aber auch. Dann war das alles umsonst. Wie alles umsonst? The doctor is not taking visitors. Ach so, es ist so, wie man da, keine Ahnung. Also er sagte, in seinem Haus kann man ihn sowieso nicht angreifen. Ach, das ist Quatsch. Aha, du musst es ja wissen. The doctor is not taking visitors. Nee, man kann nur angreifen und angreifen hat keine Wirkung. Mhm. Ui. Ja, ich würde sagen, wir sind gleich wieder da. Wir laden neu ein, gehen zum Doktor und führen das Gespräch. Und dann meinst du, dann kämpfen wir im Haus, ja? Ja. Bis gleich. Mhm. Also so. Wir haben jetzt den Stand einfach nur geladen, als wir fertig waren. Ja. Und sind jetzt da ins Haus reingegangen, damit die Tür nicht vor unserer Nase zugemacht werden kann. Wir sollten noch weiter reingehen. Ja, die Tür ist nämlich erst zugegangen, als wir den Pflegerfahr ausgeräumt haben. Ja. Also mussten wir gar nicht groß was machen. Wir haben einfach nur den Stand eingeräumt nach dem ersten Kampf hier. Mhm. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Mal gucken, was passiert. So.
Da hinten ist die rote Fahne, da ist wahrscheinlich der Typ, der Doktor. Ja, da und hier ist sind der, überall die gelben, es sind Fallen. Da zu, ist der Doktor. Zu, also jawohl. Zukünftige Fallen, das heißt, zukünftig werden die wahrscheinlich rot sein und Gegner. Aha. Guck mal. Und hinter uns ist auch einer. Ein und das ist ein Aufziehwerkzeug. Schwester Do. Schwester Do, Pfleger La. Hinter uns ist unser Freund. Ne? Ja, das ist nur ja. Der Geist von Herrn Lohr. Habe ich schon geguckt, gesagt. Ja. Gelbe Punkt hier. Mhm. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Also das wäre gar nicht vielleicht so. Vielleicht kannst du jetzt auch noch mal speichern, vorsichtshalber. Ja, das werden wir tun. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier mal ein bisschen regnen lassen. Ja, warum? Ja, weil das immer gut ist. Ja, aber da ist aber, ja niemand. Stell dich mal hier rein. Ich würde sagen, da ist doch eigentlich niemand. Nee, aber mal sehen, ob sie drauf reagieren. Ach so, na gut. Ich meine, ich würde das gern von hier hinten machen. Hm. Kann man verstehen. Aber die lassen sich nicht ganz so leicht provozieren. Jetzt läuft die da weg. Warum muss die da jetzt weglaufen? Die stand so schön. Okay, alles zurück auf Ausgangsposition. Trippel, trippel, trapp. So. Na, Feen ist dafür ungeeignet. Nee, dann nehmen wir schon den dicken hier. So. Wo ist sie denn jetzt wieder? Die ist da hinten drin. Never pick a fight with your doctor. Wer ist der Doktor? Der Doktor kann schon ganz schön groß werden, ja? Ja, der jetzt ja auch ist er in seiner echten Gestalt. Ja. So, Bestie. Ich glaube, jetzt lehne ich mich mal zurück und gucke nur zu. Schnell abhauen. Bestie muss abhauen, warum? Ach so, Bestie war das Einzige da vorne. Hau ja. Ab, Bestie, hau ab, fliege. Ja, den kann er nicht springen. Die Pyramide können wir nicht benutzen, aber er kann springen. Ja. Dahin. So, ja. Einmal diesen. Hat aber nicht alle erreicht, ne? Nee, die müssen ran. Das ist nur in einem bestimmten Umkreis um ihn drumherum. Gut. Das nützt nichts. Nee. Geh ruhig mal hier ein Stückchen zurück. So. Wahrscheinlich immer noch wieder mehr machen. Solange der noch lebt, macht er bestimmt noch mehr. So. 7 Stück kann ich jetzt gerade sehen. 7 Feinde. Ein bisschen überlegen, was machen wir. Was denn? Was willst du machen? Ja.
Oh nee, nicht hinsetzen. Ja. Oh Mann, das ist ich doch. Ich weiß auch gar nicht, was du machen wolltest. Ein Bild mitnehmen. Kann man ja sich vorhalten, sozusagen. Kann er jemand erreichen? Du kannst ja jetzt im Augenblick niemanden erreichen, glaube ich, oder? Doch, er kann hier Dings machen. Was? Unter Strom gesetzt und eingefroren. Das ist durchaus eine Idee. Wir haben doch Schriftrollen, die können wir ja auch nutzen. Dazu sind sie ja auch da. Gesegnetes das ist Wasser. Wasser ist, Strom brauchst du ja nicht wohl. So das Ideale. Ist ja schon Wasser, ist ja schon da. Gefährlich. Aber so eine Eisgranate. Ja. Kann man durchaus mal werfen. Ne? Ja. Ist er nicht hübsch, dieser Andramalik? Also, Feiling ist ja groß. Ja, ziemlich. So. Wenn jemand so groß ist, ist man mal gleich so in Ehrfurcht. Wobei die Betonung auf Furcht liegt. Hat alle erwischt, das ist gut so. Dann, das müsste doch gehen, Schwester Do, die hat keine physische Rüstung, dann, fast. Ja, mit magischer Rüstung. Leider nur fast. So, was machen wir dann? Nicht genügend AP zum Erreichen des Ziels. Nee, das ist ja klar, er hat noch 2 Punkte. Eben. Und deswegen... Ja, der ist nicht, aber die Winterexplosion dahin. Oh, das hat alle beide schön erwischt. Und ja, und die Schwester ist weg. So. Schwester Doremi, na und so weiter. Guck mal, hier brennt das so schön. Tonleiter rauf und runter. Dann. Ich soll mir das schon wegpacken? Nee, ich glaube eher nicht. Aber die stehen irgendwie ein bisschen blöd. Mach doch mal dein Spinnchen. So. Gleich fällt sie auf die Schnauze. Ja. Die Arme. Aber vielleicht kann sie sich dann... Ja, jetzt hat er... Doch, er hat noch 2 Punkte. Ah, ja. Ich weiß ja nicht, was er jetzt noch machen kann. Das... Wie steht er hier? Nee, so weit geht das garantiert nicht. Nee, zu weit. Dann hebt ihr es auf. Wir werden noch jede Menge... So, die Spinne, die Knochenmütze kann sich ja jetzt... Brauchen. Warum nimmt sie... Wie sieht denn die andere... Aha, na gut, kann sie auch machen. Nur die andere, die hätte sie halt umbringen keine physische können. Rüstung, deswegen habe ich sie dahin geschickt. Die hat ja reichlich magische, aber... Arme Knochenwitwe. Hat sie mal Stärken bekommen. Naja, Quellenvampir ist was. Achso, ist jetzt die Knochenwitwe ja umgedreht. Ja. Ich muss ihm ja auch nicht mehr leid tun. Ja, ich glaube, es ist immer eine Gefahr, wenn man jemanden so weit wegpackt. Aber wenn er mitten zwischen einsteht und es umgedreht, ist es fast noch schlimmer. Ist besser, wie wenn sie uns umdreht. Ja, genau. So, Petrella. Petrella braucht jetzt als erstes... Feuer oder Eis? Nimm mal lieber Eis. So. Gute, wir müssen die bei Laune halten. Da vorne, die sollen sich um unsere Helfer kümmern und uns in Frieden lassen. So, wie sehen wir hier aus? Pfleger C ist noch gut, hat auch keine physische. Ja, aber La als sieht nicht gut aus. Der La raus. Ja.
Fein. So, jetzt ist der Typ dran. Jetzt ist der Typ. Nach Fein meine ich natürlich. Erstmal ist natürlich Fein dran. Das ist ja, dann kommt Adra Malik, ja. Aber ich muss ja jetzt erstmal sehen, was Fein machen kann. Schon klar. Spielzeug, wo, wie weit geht das? Ja, es geht nur. Weg ist unterbrochen. Weg unterbrochen. Unterbrochen, okay, der ist so weit hinten. Jetzt wollte ich schon wieder. Ja, ist was der Weg ist hinten. Das denn? Warum ist der Weg immer jetzt guck mal, wo er ist hier. Der schmeißt doch hier hoch. Ja, dann kann er es ja machen. Aber nicht, wenn er. Ja. Ah, der schmeißt das gegen die hier. Ja, glaubt es dann. Das ist es. Pippi will die Sachen immer erzwingen, obwohl es dann nicht geht. Typisch. Gut. Ist natürlich nicht so einfach. Ja. Und dann. Oh, da triffst du ja unseren Freund. Und den anderen so, vielleicht macht auch. Macht keinen Sinn. Hm? Macht keinen nee, Sinn. Macht keinen. Die Schnecke geht auch nicht weit genug. Nee. Das um dich herum. Auch nicht. Das ist so nah. Nö. Er soll sich selber verbessern und. Ja, das kann nie schaden. Das ist Fein. Fein kann natürlich auch ein bisschen rangehen hier. Damit er ein bisschen mehr das nächste Mal machen kann. Ja, ja. Na? Ja, genau, aber das bist du tut ja auch. Uns aber allen im Augenblick. Feuerschaden verleihen. Ich meine, einige sind unempfindlich gegen Feuer, Fein, aber es gibt Schlimmeres. Ja, da kommen diese blöden Dinger da. Was? Wieso kommt diese blöden denn jetzt Bänke noch mal dran? Ist ja merkwürdig. Was wollen wir rechts sein? Geh mal hier rüber, dann kann es besser auf die ja Seite. Und dann. Ich weiß ich hoffe, nicht, die drehen die nicht alle um. Eins machen kann. Ja. Ja, geht. Oh ja. Fein. Ist doch ganz. Fein ist immer noch dran. Ja, das ist nichts. Aber. Nee. Er kann sich nur einen Vampirhunger verpassen. Weggefetzt, hä? Ja, das ist nicht so gut, aber besser die als wir. Die Bank brennt. nein. Verfluchtes Feuer. Das aber es ist nicht so, so schön. Gut. Da sollte jemand mal das verfluchte Feuer zu irgendwas anderem machen. Geht das? Kann man ja nicht ausmachen, das verflucht, aber man kann es ja entfluchen und dann kann man ja. Oder kann man. Wenn man Wasser drauf macht, kann man das ja nicht löschen, oder? Nee. Das kann man ja nur löschen, wenn es kein verfluchtes Feuer ist. Ist es denn verflucht? Ja, ne? Sieht ja, aber ja, eigentlich das gelb ist verfluchtes aus. Feuer. Ja. Ja, ja. Hm. Nee. Aber er kann mal ein bisschen Regen machen. Ja. Und dann das Ganze vereisen. Abschlag ist ja nicht schlecht. Ja, ist ja egal. Der arme Champion, da muss leiden. Ja. Aber er ist ja auch nur so eine Kunstfigur. So, Petrella muss jetzt unsere Kuppel machen.
Sie macht die Bank und jetzt. Und dann auch schnell reingehen. Ins Schutzkreisel, ja. Gut. So, ja. Und dann alle mal ein bisschen verbessern. Gut, ja. Mehr kann sie im Moment nicht machen. Ja. Oh, es ist sehr umgedreht, ne? Ja. Nee, ist er nicht. Nee, die Knochenwitwe, nee. Die macht ihn alle. Nee, die Spinne ist umgedreht, ja. Das ist dieses Nekrofeuer. Jetzt wird es Zeit, den Boden auszutauschen. Mhm. Der wird uns nämlich jetzt ein bisschen heiß. Ja. So, erhebt sich die Frage, wo schieben wir ihn hin? Knochenwitwe ist gerade wieder auf unserer Seite. Ja. Ich würde es lieber, warum hier hin? Wo denn? Ach ja, doch, gut, mach's dahin. Nur innerhalb ja, der mach's, Fläche mach's dahin, hier. Ist egal. Der also Kleine ist sowieso. Ich ans äußerste ja, Ende da mach raus. Das. Ja. Okay. So, ja. Wassertotem ist jetzt aber schwer beschädigt. Ja, ja, das war klar, aber was kann man auch da nicht machen? Da können wir nichts machen. Nein. So, hier sind beides Feinde, also. Kannst du da hinschmeißen? Ja. Dann könnt die nämlich schon mal ein bisschen brutzeln. Geht der so weit? Das wäre ja nicht schlecht. Nein, leider zu weit weg. Schade. Ganz schade. Der hat kein physisch. Reicht das? Ja. Hingerichtet. Oh, der Arme. Dann hat der Prinz hier einen Extrazug, wenn er den hingerichtet hat. Das heißt, da müsste er ein Stückchen nach vorne gehen. Dann müssen auch die Motten für den hier reichen. Jawohl. Hat den ausgibt. Aha. So. Todeswunsch hat er gemacht. Mal gucken. Wir wissen ja gar nicht. Genau. Mal gucken. Verlangsamt, blutet, verwesen. Soll man heilen? Warum? Ja, damit es ihm schadet. Aber. Nö. Also. Kann ich ja mit Wasser, Feuer kriegen. Luft, Gift. Ist ja nicht keine feuerresistent, Feuerresistenz, oder? Dann ist das ja gut. Geht die Peitsche so weit? Nee. Nein. Geht nicht so weit. Geht der Feuerball? Ja. So. Die Totems sind gar nicht so übel. Ja. So, jetzt kann er nicht mehr. Na, jetzt kommt er mal wieder. Naja. Ja, er haut die Totems immer weg. Aber ja, aber unser Wasser, jetzt kommt er zu kommt uns. Er von hinten. Jetzt müssen wir das aufpassen. Das ist nicht gut, das ist ja. Gar nicht gut. So, Bestie ist dran. Ja. Ja, Wasser hat 5. Ist der Wasser, hast du dir schon mal angeguckt, wie er aussieht? Also, Wasser ist eigentlich, bringt nicht viel hier. Feuer, Wasser,
50, Luft und Gift 20. Also das Einzige ist Erde oder physisch. Ja. Quatsch. Ja gut, er kann, Luft ist ja wenigstens, könnte ihm auch ein bisschen was tun, so ist es nicht, ja. Ja, ein bisschen, ja. Ja. Aber... Der Weg ist unterbrochen, kommt er sowieso er nicht. Hat, nein. Ach so. Ich gucke ihn nur an, ja. Er hat 7700 physische und 8700 magische Rüstung und 5600 Leben. Ja, ja. Also, wenn wir ihn mit Eis behindern können, ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Aha. Auch wenn sie ihn unter Umständen nur verlangsamt. Mal sehen, eigentlich müssten wir doch irgendwo Regen haben, oder? Was haben? Regen. Wir brauchen erstmal Regen. Ja, wir haben ja Regen. Wir haben ja Schriftrollen. Aber er muss ja erstmal hinlaufen. Oder irgendwie ihn treffen können. Da ist er ein bisschen weit ab vom Schuss. Dann gehen wir einmal hier hin. Und dann... Da können wir ja auch den machen. Wie groß ist das? Das naja, ist so wenn er aber irgendwas auf ihn schmeißt, nee, dann berührt ihn das wenig. Ist schon besser. Also. Ja, ist ja viel größer als mich. So... Bestie. Schmeiß mal eine Eisgranate dahin. So, Bestie ist jetzt erstmal fertig. Schlägerin C. Die hat aber eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja, aber es reicht. So, Petrella. Da ist sie doch. Dann kann man doch versuchen. Hat noch 2200. Hat ja keinen physischen und keinen magischen mehr. Keine Rüstung. Also? Ja. Hä? Du hast verfehlt, der hat sich gerade umgedreht. Verstehe ich nicht. Hat sie verfehlt? Ja, stand da. Ist aber nicht in Ordnung. Ja, er hat sich gerade gedreht. In dem Augenblick. Darf der doch gar nicht. Gegaut. Das war jetzt nicht gerade so ein toller Schuss. Aber sie hat jetzt nichts weiter. Nee. Und mehr. Mehr kann sie auch gar nicht. Nee, das ist ja nur Verbesserung. Aua. Knochenwitze kann jetzt versuchen, den hier. Jetzt mach den mal kaputt hier. Ja. 56 Punkte braucht er noch. Punkte. Na, also geht so. So, Prinz. Feindverschlinger. Wo ist der denn? Der das ist da oben. Feindverschlinger. Das ist Sterngucker auf der anderen Seite. Nee, Seelenverschlucker. Das ist das. Und dann ist neben den, vielleicht da ist noch einer mit so einem Ding hier. Mit so einem Schwert. Rechts oben. Was ist das für einer? Ah, das sind zwei hintereinander. Ja, ja. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich das der Feindverschlinger. Aber, so weit aber das ist zu so weit weg. Fürchte ich. Dann kann er noch vorgehen. Mal gucken. Der ja sowieso. 2 Runden? Nee, das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Und magische Rüstung braucht er im Moment nicht. Das ist Verschwendung. Die werden wir noch dringendst. Ja, ja, dann muss er was anderes machen. Guck mal. Ja, hier. Schickern leise, die nicht tot, die ist auch weg. Ja. Ach so. Ah, verstehe. Was ist dein Lieblingsspruch? Er hat einen Flux. Die ausgeblähte Leiche. Hat er noch irgendwas, was er machen kann? Nee. Warum bin ich jetzt auf dem Flops?
halt. Ja, weil der Klops gekommen ist automatisch. Er hat noch drei. Na, warst du dann auf dem Ding? Was kann er noch machen? Nicht viel. Nö. Er kann wieder sein Draschling losschicken. Ja, was soll er machen? Der Kleine. Der ist sowieso. Da guck dir mal einen an, der hier so. Wie weit kann er überhaupt fliegen? Also der kann ist ja, es. Ja, du siehst doch hier die Fläche, wo ich ihn hinsetzen Gott, kann. Das ist es. Auch eine, aber nicht. Ja, okay. Der ist noch so weit frisch. Entfernt. Ja. Der, okay, dann setze ich ihn da hin. Der kann ins Feuer, ne? Ja, Feuer dürfte dich nichts ausmachen. Der müsste eigentlich feuerfest sein.